Hey Leute, heute möchte ich mit euch die Runencharts durchgehen. Diese bekommen wir am Mittwoch mit Patch 8.23 und da wird sich natürlich dann die Frage stellen, welchen Champion nehme ich mit welchen Runencharts mit? Kurz runtergebrochen, die Runencharts geben uns jetzt praktisch Boni, die wir in den Runenkombinationen haben. Bisher war es so, wir gehen mit Resolve und Inspiration los und wir bekommen nur skalierendes Leben. Wenn wir allerdings jetzt in Zukunft diese Kombination wählen, Resolve mit Inspiration, dann wählen wir dazu dann noch 3 Runencharts. Das ist praktisch geregelt in offensive Richtung, in eine defensive Richtung, in eine Flexibility Richtung. Und da möchte ich heute dann einen bisschen näheren Blick auf die Goldeffizienz der einzelnen Werte werfen, beziehungsweise das Thema Statuswerte, die wir persönlich flexibel wählen können, ein bisschen näher betrachten. Ich nehme euch jetzt direkt mal mit kurz in eine Runenauswahl auf dem PBE und gehe mit euch die Werte durch. Wir haben praktisch hier auf der offensiven Reihe 10 adaptive Force, das wiederum spiegelt sich in 6 AD bzw. 10 AP wieder. Dann haben wir 9 Attack Speed, also 9% Attack Speed und 1-10% Cooldown Reduction. Wobei man hier sagen muss, auf Level 1 bekommt man 1%, auf Level 2 bekommt man 2% Cooldown Reduction und dann alle 2 Level, das heißt 4, 6, 8 und so weiter, wird praktisch das Ganze aufgestockt bis zu 10% Cooldown Reduction. Die Goldeffizienz hierbei liegt bei der adaptiven Force auf 210, wenn wir AD bekommen, beziehungsweise 217, wenn wir AP bekommen. Wir haben durch den Attack Speed einen Bonus von 225 Gold und bei der Cooldown Reduction, die natürlich ein skalierender Faktor ist, haben wir am Anfang 26 Gold für 1%, auf Stufe 2 sind es dann schon 52 Gold und das Ganze geht dann hoch bis 266 Gold, wenn wir wirklich die kompletten 10% Cooldown Reduction haben. Jetzt muss man natürlich sagen, diese 10% Cooldown Reduction, die können natürlich noch ein klein bisschen effizienter werden, wenn wir sagen, wir haben statt 10% Cooldown Reduction, Transcendence dabei und wir bekommen dort den Overcap Bonus. Das ist nochmal ein klein bisschen ein speziellerer Faktor. Denn sollten wir praktisch Transcendence dabei haben und hier 10% Cooldown Reduction bekommen und das ist als Overcap Bonus zu rechnen, bekommen wir hier 20 AP und diese 20 AP wären dann 435 Gold wert. Eine ganze Menge also. Theoretischerweise die Cooldown Reduction Rune mit Transcendence und Overcappen dann die wertvollste in dieser Reihe. Allerdings muss man natürlich darauf achten, was kann mein Champion überhaupt verwerten. Wenn ich jetzt als Nami-Support losziehe, dann möchte ich seltenst eigentlich Attack-Speed mitnehmen. Und dann muss ich nur überlegen, möchte ich adaptive Force gehen oder möchte ich Cooldown Reduction gehen. In der nächsten Reihe haben wir wieder 10 adaptive Force. Das ist also schön, da wissen wir die Goldwerte schon. 210, 217, je nachdem. Dann können wir 5 Rüstung mitnehmen oder 6 Magieresistenz. Jetzt muss man sagen, die defensiven Werte sind echt schlecht. Also rein von dem Gold-Value her, was wir da rausziehen. 5 Rüstung sind 100 Gold wert und 6 Magieresistenz sind 108 Gold wert. Das ist echt wenig, doch man muss natürlich betrachten, wenn ich einen Tank spiele, wie Braum, wie Alistar, dann werde ich vermutlich adaptive Force nicht benötigen. 10 AP sind mir da relativ egal, da gehe ich dann lieber entweder, wenn ich gegen ein normales Team spiele, in Anführungszeichen, auf Rüstung oder wenn ich in der Laning-Phase gegen viel Poke spiele, auf Magieresistenz. Zum Beispiel, wenn die Gegner einen Heimerdinger Brand haben, dann kannst du auf jeden Fall hier Magieresistenz mitnehmen. In der letzten Reihe, die defensive Reihe, haben wir dann noch einen Bonus von 15 bis 90 Leben, basierend auf dem Level. Das Ganze hat dann eine Goldeffizienz von 39 bis 234 und im Endeffekt eigentlich gar nicht mal so schlecht, 90 Leben, wobei das Ganze erst auf höchsten Level ist, ist schwierig, ja, Leben ist hier wirklich schwierig. Man muss sagen, Tank-Supporter haben da ein bisschen also dann ein Problem, weil so viel Leben kriegen sie nicht mehr zusammen. Aber gucken wir noch auf die restlichen Werte, wir bekommen entweder noch Rüstung für 100 Gold oder Magieresistenz für 108 Gold. Jetzt muss man überlegen, wann wäre denn hier dieser Lebensbonus theoretisch wertvoller, vom Gold gesehen, als Rüstung und Magieresistenz. Und das Ganze ist ab Level 6 bzw. auf Level 7 der Fall, denn dort übersteigt dann die Goldeffizienz von dem Leben, die wir praktisch durch Rüstung oder Magieresistenz bekommen. Alles in allem, wisst ihr jetzt, okay, die rechte untere Ecke ist relativ wertlos im Groben und Ganzen. Die restlichen Runen sind eigentlich alle so um die 200 Gold angesiedelt. Das ist auch ganz nett soweit. Doch mein Tipp ist praktisch, schaut einfach jedes Mal, wenn ihr praktisch in eine neue Champion Selection geht, was für Gegner ihr habt. Es bringt absolut nichts, wenn ihr gegen ein Full AD Team geht und sagt, ihr geht hier auf Doppel-Magieresistenz. Das ist irgendwie am Sinn vorbei. Der Sinn dieser Runencharts ist es praktisch, dass ihr entscheiden könnt, wie ihr am besten gegen den Gegner antreten möchtet. Ob ihr sagt, ich gehe in eine skalierende Richtung, ich gehe hier den defensiven Weg mit Cooldown Reduction,
Dann ein bisschen adaptive Force, weil ich bin eine Nami. Und dazu noch Leben, weil ich mich ein bisschen aggressiver spielen. Ich möchte am Anfang dieses bisschen Leben haben, also ein kleines Polster haben. Ist natürlich dann jedem Spielstil praktisch selbst unterlegen, was man da ein bisschen machen möchte. Mein persönlicher Tipp ist jetzt natürlich, dass ihr ein bisschen auf die Runen achten müsst, was ihr wann wie mitnehmt. Aber achtet auch speziell auf die Resistenzrunen, denn diese bekommen wir jetzt wieder mit rein. Früher bei Season 7 auf Season 8 wurden uns ja die ein oder anderen defensiven Werte weggenommen und dementsprechend hat man auch gesagt, so Assassins wie Set oder so jemand, da wurde auch ein bisschen Durchdringung runtergenommen, weil man gesagt hat, hey, die Leute haben jetzt eh weniger Rüstung, wenn du weiterhin so viel Durchdringung hast, wäre das unfair, also nehmen wir dir auch ein bisschen Durchdringung. So im Groben und Ganzen. Doch jetzt ist praktisch der Fall, dass wir Resistenzen wieder mitnehmen dürfen, aber es in keinem Punkt bisher erwähnt ist, dass irgendwo wieder Durchdringung draufkommt. Und von dem her kann man da auf jeden Fall ein klein bisschen profitieren. Man kann natürlich auch hier sagen, jupp, du kannst natürlich hier zweimal Rüstung gehen und gerade defensive Tank-Supporter, die können dann hier Conditioning auch noch mitnehmen, um das Ganze ein klein bisschen weiter zu embracen und ein klein bisschen hier rein aus den Runen nochmal eine zusätzliche Rüstung mitnehmen. Gerade bei Magieresistenz passt die Rechnung komplett. Wir haben hier insgesamt 12 Magieresistenz, wir kriegen hier nochmal 8 Magieresistenz, sind wir bei 20 und 5% von 20 ist dann immerhin nochmal eine Magieresistenz, die extra oben drauf kommt. So viel zur Mathematik, so viel zu den ganzen Goldeffizienzen. Ist ein kleiner Überblick jetzt gewesen. Es wird natürlich in den Guides jetzt in Zukunft bei jedem damit so ein bisschen angeteasert, was man denn mitnehmen könnte. Beim Tarik, den ich jetzt dann bald aufnehmen werde, habe ich schon mit reingeschrieben. Denn im Endeffekt, es gibt immer so ein klein bisschen den Standardweg, den man gehen kann. Aber gerade auch die defensiven Wege sollte man immer im Kopf noch behalten, weil da kann man halt ein bisschen nochmal das kleine bisschen extra mit rausholen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.